Ja, ich habe nur eine Wahl, okay. Rätsel. Kriegsführungsrat. Der Rang dieses Generals beeinflusst seine Fähigkeit im Amt. Der gewählte General hat folgende Effekte: -2% auf die Rekrutierungskosten aller Einheiten, -2% auf die Abkühlzeit der Spezialfertigkeit aller Einheiten unter dem Kommando dieses Mannes. Diese Ratsposition ist noch nicht vergeben. Achso. Versorgungsrat. +1% auf die Verstärkungsrate aller Einheiten, +3% Bewegungsreichweite aller Einheiten unter dem Kommando dieses Mannes. Finanzrat. +1% Bonusbesteuerung des Clans, -2% auf die Unterhaltskosten aller Einheiten unter dem Kommando. Entwicklungsrat. -2% auf Baukosten in allen Provinzen. -8% Widerstand gegen Invasoren in von diesem Mann eroberten Provinzen. Kriegsführungsrat. Was ist das? Achso, das Amt ist ein Thema? Nein, lieber nicht. Alter 24. Oh. 24, okay. Loyalität, positive Felsenfest. Sehr gut. Positive Faktoren. Ehre des Daimyo +2. Ein Amt erhalten +1. Persönliche Loyalität +2. Sehr gut, sehr gut. Familie muss zusammenhalten. Die Fertigstellung dieser Entwicklungen wird mehrere Jahreszeiten dauern. Nutzt die Zeit, um zusätzliche Truppen zu rekrutieren oder Straßen und Bauernhöfe zu verbessern. Ich werde euch verständigen, wenn eure Feste fertiggestellt ist. Gut, also soll ich jetzt hier weiterbauen? Ah, Weg. Der gut genutzte Weg führt den Reisenden nach Hause. Bewegungsgeschwindigkeit auf Wegen erhöht um 15%. Sehr gut, Geld habe ich, ja. Handelshafen. Die Straße zur See ist breit und führt überall hin. Okay, es sind Handelsrouten möglich. See plus zwei Städtewachstum pro Runde durch Häfen dieser Provinz. Steigert die Exportkapazität, steigert Handelswert um plus 80. Rekrutierungskapazität, Schiffe im Bau plus 1, ermöglicht Rekrutierung und Verstärkung. Handelsschiff, Lagerungsturm, Buhne, mittlere Buhne. Bogen Kubaya. Ja, hier geht nichts weiter, oder? Hier? Na? Ah! Ah! Feste, hohe Mauern und höhere Türme beeindrucken das wieder. Ja, okay. Verteidigern des Samurai-Gefolge, Jahre Ashigaru, Samurai-Gefolge, okay. Ermöglicht, ja, okay. Auf jeden Fall eine Menge Boni. Gibt's hier Reisfelder? Ah! Ordnung und Chaos liegen nah beieinander. Okay. Ja. Das Weg, ah ja. Hier. Der vorsichtige Waldarbeiter respektiert die Kodama. Wer oder was ist die Kodama? Plus 6 Tonnen hochwertigen Holzes. Oh, ja, jetzt gibt es hier noch was. Okay. Sie was rekrutieren? Muss ich hier was rekrutieren? Soweit eigentlich nicht. Ich warte mal. Ach was hier? Nein. Nein. Okay. Eure Ah. prächtige Feste ist fertig. Eure Yay. Feinde werden bei diesem Anblick erzittern. Die Verbesserung des Schlosses hat euch einen weiteren Bauplatz eingebracht. Baut einen Dojo, um mehr Samurai-Einheiten zu rekrutieren. Ja. Oh. Yari Drillplatz? Eine Handlung bedarf keines Gedankens. Der Körper wird lernen. Oh, davon habe ich mal gehört. Einfach machen, nicht denken. Okay. Instinkte trainieren. Warte mal, was halte ich? Baut einen Dojo.
Bogendojo? Ja, Retrist hat Bogendojo. Scheinbar meint er damit ein Bogendojo. Der okay. Feind lässt sich nicht nur mit Armeen schlagen. Auch List ist eine wirksame Waffe. In Io gibt es eine Sargeschenke. Klickt im Rekrutierungstab auf die Ninja-Karte, um einen dieser Attentäter anzuheuern. Ninja anheuern, kosten 100. Ninja können Spionage, Sabotage... Ach, anheuern! Und hier? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Also, sozusagen die... Ich sag mal... Die Bar ist dazu da, um Leute anzuheuern, nicht zu rekrutieren. Das heißt, ich kann dort... Ich kann dort Ninjas finden, die gerne trinken, aber... Die, also, okay. Ich brauche keine Bar, um Ninjas auszubilden. Ja, also keine Krieger des betrunkenen Kampfstils. Okay. Der Kampfstil des betrunkenen Meisters. Irgendwie sowas. Wo die Finsternis auf den Schatten trifft, dort verweilt der Ninja. Saboteure und Attentäter, die das tun, was ihr Lord von ihnen verlangt. Wow. Ninja sind geschickte Attentäter. Sie können eure Rivalen ausspionieren, Attentate auf Generäle oder Agenten verüben und Gebäude sabotieren. Sie bleiben ungesehen, bis ihre Mission fehlschlägt oder sie vom Feind ertappt werden. Wählt euren Ninja jetzt aus. Ach da! Sendet euren Ninja in der nächsten Runde in die Provinz Sanuki aus. Agenten können nicht umgehend nach ihrer Rekrutierung eingesetzt werden. Okay. Ja, den Ninja habe ich... Das scheint ein guter Ninja zu sein, den habe ich anfangs nicht gesehen. Achso, kann ich nicht hier? Doch so. Aber nicht mit dem Mausrad. Okay. Gut. Tadanori? Tadanori? Keine Ahnung. So. Winter. Jetzt. So. Nein. Eine Sumo-Armee befindet sich in der Nähe eurer Grenze. Wählt euren Ninja und klickt mit der rechten Maustaste auf die Armee. Ein Ninja allein kommt gegen eine feindliche Armee nicht an, aber er vermag einen tödlichen Schlag zu versetzen. Wählt die Option Armeesabotage. Der Ninja wird dem Feind durch vergiftetes Essen und Wasser Schaden zufügen und den Bewegungsradius der Armee einschränken. Wirkwahrscheinlichkeit 48%. Durch Sabotage fällt die Bewegung einer Armee für eine Jahreszeit aus. Außerdem sterben einige Einheiten. Oh. Ausgezeichnet. Die Sogo-Armee ist für eine weitere Jahreszeit keine Bedrohung für eure Grenzen. Weitere Listen werden euch verfügbar, wenn euer Ninja andere Armeen, Schlossstädte oder Agenten ins Visier nimmt. Okay. Ziel Kajiwara Kurehisa, Ort Sanuki, Agent Tadanori. Unser Ninja konnte die feindliche Armee sabotieren und entkam unentdeckt. Sehr gut. Tolles Bild übrigens. Bewegt euren Ninja weiter ins Innere von Sanuki. Ist die Hauptstadt der Sogo in Sicht, nutzt den Ninja, um die Schlosstore zu sabotieren und die Stadt für einen künftigen Angriff zu schwächen. Okay. Schlosstore sabotieren. Hat euer Agent bei dieser Mission Erfolg, öffnen sich die Tore des Schlosses im Schlachtfeld und es lässt sich leichter erobern. Oh, wie passend. Praktisch. Oh. Bild.
Ja, ein echter Ninja. Wie cool. Sehr gut. Dank all seiner unehrenhaften Fähigkeiten konnte unser Ninja sein Ziel sabotieren. Genau. Der Ninja-Clan, Ninja heißen die, glaube ich. Der Ninja-Clan, oder Shinobi, das sind keine Samurai, sondern das sind Unehrenhafte, sagen wir mal, Krieger, von denen kein, ich glaube, Anführer je wegen seines Stolzes zugeben würde, dass er sogar Ninjas angeheuert hat, glaube ich, irgendwie sowas. Euer Agent hat Neuigkeiten. In der Oh. Provinz Sanuki wurde ein Steinbruch gefunden, in dem Steine für den Schlossbau hergestellt werden. Er ist daher äußerst wertvoll. Einige Provinzen verfügen über Spezialgebäude, die von Schulen über Bergwerke bis hin zu heiligen Städten reichen. Diese Ressourcen können entwickelt, Okay. gehandelt oder zum Bau fortschrittlicher Gebäude verwendet werden und sind allesamt wertvoll. Oh. Io hat einen Hafen. Häfen bieten Einkommen und können zum Bau von Schiffen genutzt werden, sowohl für Handels- als auch für militärische Zwecke. Ihr solltet ein Schiff bauen, das Patrouille in euren Küstengewässern fährt. Wählt den Hafen aus. Okay. Wählt nun das Rekrutierungstab in der Provinzübersicht. Hier werden die Schiffsarten, die zum Bau zur Verfügung stehen, Ah. angezeigt. Bewegt die Maus über die einzelnen Schiffskarten und ihr erhaltet wertvolle Informationen, bevor ihr euer Geld für ein Schiff ausgibt. Wählt nun die Kobaya-Schiffskarte. Okay. Da sich das Bogen Kobaya nun im Bau befindet, solltet ihr die Runde beenden und auf seine Fertigstellung warten. Oh, na gut. Euer Bogen-Kobaya ist fertiggestellt. Oh. Es wäre klug, die Insel Yashiro zu untersuchen. Es kursieren Gerüchte von Piraten und großen Reichtümern. Oh. Vielleicht gibt es dort einen Handelsposten. Wählt das Schiff aus und macht einen Rechtsklick auf eine Stelle nahe der Insel Yashiro, um mehr herauszufinden. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Die Insel hat tatsächlich einen Handelsposten. Ihr habt außerdem ein Handelsschiff erhalten. Diese erbringen eurem Clan Ja. Einkommen, indem sie Handelsposten auf abgelegenen Inseln mit eurem Handelshafen verbinden. Wählt das Schiff aus und klickt mit der rechten Maustaste auf den Handelsposten, damit der Handel beginnt. Okay, also inwiefern das jetzt was mit Piraten zu tun haben sollte, keine Ahnung. Handelsschiff. Diese Schiffe sind nicht mit Waffen ausgerüstet und dienen eher zu Handelszwecken. Kampfeinsätze sollten daher vermieden werden. Okay. Jetzt? Bevor wir den Handelsposten, damit der Handel beginnt. Ja, hat er jetzt begonnen oder? Scheinbar, okay. Da ihr zusätzliches Handelseinkommen erhaltet und eure Armee in Io verstärkt wird, ist es Zeit, die nächste Provinz zu erobern. Es wird eine gewaltige Streitmacht erfordern, um die Provinz Sanuki einzunehmen. Verstärkt eure Truppen durch Rekrutierung neuer Einheiten, ehe ihr nach Sanuki aufbrecht. Speichern kann ich immer noch nicht. Okay. Also. Steckt eure Truppe durch Rekrutierung. Oh, na gut. Dann. Rekrutierung. Oh. Ich kann nur einen Ninja maximal haben. Okay. Ich glaube von. Achtet bei der Rekrutierung von Einheiten auf eure Finanzen.
Samurai sind teuer. In jeder Runde müsst ihr Unterhalt zahlen. Und eine große Armee kann zum Bankrott führen. Oh. Ist das hier da Unterhalt? Wo sehe ich denn die Ausgaben? Oh, ich kann upgraden. Oder bauen? Keine Ahnung. Ein Schwert ist niemals sicher, doch ein Schwertkämpfer ist gefährlich. Eine Handlung bedarf keines... Ja, okay. Gibt's hier Holzfällerlage? Oh. Ja, upgraden bitte, danke. Rekrutierung. Okay. Kann ich noch hier was upgraden? Nein. Hier mache ich gerade, genau. Wieso? Wieso muss ich hier 4 Runden warten und hier... Oh. Und hier nur 2. Keine Ahnung. Und wo sehe ich, wie viel ich rekrutieren kann maximal? Ah, okay. So, so, so und hier. So, so, so. So, 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 gut. Und der Ninja. Kann er noch was machen? Okay. Ja, dann kann ich hier vielleicht noch eine weitere Statue bauen. Wie konnte ich hier jetzt... Kann ich nur ein Schiff bauen? Warte mal. Hä? Ah, keine Ahnung, bleib erstmal im Hafen, so. Weiter geht's. Das Leben besteht aus mehr als nur Krieg und Tod. Die Beherrschung der Künste kann euch beim Streben nach Glück behilflich sein. Wählt das Künstefeld unten rechts auf dem Bildschirm. Okay, was für Künste? Ihr könnt zum Nutzen eures Clans und eures Gebietes militärische oder zivile Künste beherrschen lernen. Eure Truppen leiden womöglich unter schwacher Moral. Einige Künste vermitteln die Disziplin, sich dem Feind mutig entgegenzustellen. Wählt Bushido, den Weg des Kriegers, um die Truppenmoral zu stärken und sie für den Kampf bereit zu machen. Ja, ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, wo ich das Wort Bushido schon mal gehört habe. Weg des Chi, okay.
Meistert die Kunst des Chi, um Kultur, Regierung und Wirtschaft eures Clans zu entwickeln. Bushido meistert die Kunst des Bushido, um das militärische Leistungsvermögen eures Clans zu entwickeln. Der Weg des Kriegers ist die bedingungslose Annahme des Todes. Ja, toll. Studiert diese Kunst mit einem Linksklick momentaner Bonus auf... Ey, da fehlt ein Punkt, meine Güte. Momentaner Bonus auf Beherrschungsrate 2%. Plus 1 Moral, ja, für alle Einheiten. Ermöglicht den Bau von Schwertschule. Oh. Hervorragend. Bis eure Streitkräfte Sanuki erreicht haben, beherrscht ihr die Kunst des Bushido. Denkt daran, das Künstefenster aufzurufen. Ihr könnt die Kunst des Chi lernen, um eure Wirtschaft und Regierung zu verbessern. Ich berate euch weiter, wenn Sanuki unter eurer Kontrolle ist. Okay. Ja, jetzt kann ich bauen. Juhu. Ja, noch was? Ach, ich muss hier drücken. Okay. So. Ding, 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 ding. Oh, Yari Samurai. Oh. Solche Bauern sind mit langen Speeren bewaffnet, die zum Nahkampf oder zur Bildung einer nahezu undurchdringbaren Abwehr gegen Kavallerie dienen. Yari Samurai. Diese Schwertkrieger werden eingesetzt, um diesen Angriff anzuführen oder eine Abwehr aus Speeren zu bilden. Oh, das sind stärkere Yari-Einheiten. Wow. Wo sehe ich denn den Unterhalt? Hä? Hey. Keine Ahnung. Zum Abbrechen dieser Einheit wird gerade so, dass möchte die Tyrannuxe abbrechen? Lieber ja. Das sieht ziemlich besser. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Was mache ich denn? Dann mache ich hier. Ja. Das bleibt so. Das bleibt so, das bleibt so, das bleibt so. Strategie der Verteidigung. Ohne entschlossene Abwehr führt der Angriff allein niemals zum Sieg. Flammenbomber?
Ich will mir die mal anschauen. So. Ja, dann dürfte das doch reichen, glaube ich. Ja, mal, ich hole mal da mal. Da ist viel geschlagen. Mann, unser also Ninja konnte die Panzer am Minister sabotieren und wurde entdeckt. Er ist jedoch mit dem Leben davon gekommen. Also er kann auch sterben, okay. Naja, nicht okay. Gut zu wissen. Oh Mann. Es ist jetzt wieder Winter. Ja, Bau abgeschlossen. Holzplatz, Ort, Toaster. Für alles gibt es eine Jahreszeit. Sehr gut. Bau. Ah. 7 Runden. Uiuiui. Okay. Na gut, ich warte mal noch länger. Prinz wird beherrscht. Beherrschung der Künste. So, die Kunst des Schwertes, sehr gut. Kann ich jetzt das Dojo bauen oder nicht? Weil ich kann. Nein, ich habe keinen Platz. Okay. Diese Kampagne nicht verfügbar. Toll. Und das ist zum Reihe. Na, ich bleib mal beim Naginata. Ja, jetzt. Armee, na? Na, 6 Runden. Na gut. Warte ich halt. Quartiermeisterbericht. Okay. Der ist fast fertig, der muss noch. Ja, das muss reichen, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste reichen, okay. Dann, wie lange brauchst du noch? Du brauchst noch 4 Runden. Daramasho oder so. Ja, und jetzt? Moment, jo. Ey.